Hi Höschen und herzlich willkommen zurück. Wir sind gerade dabei, mal zu gucken, wo ich überhaupt hin muss. Öffnen. Das Signal erscheint aus dem Bezirkszugangskorridor zu kommen. Okay, das hier ist nicht der Bezirkszugangskorridor, das ist bloß eine Gasse. Präsidium. Ja, was gibt's? Wurden Sie rausgeworfen? Doran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Ich kenne Doran. Wenn er sagt, dass Sie betrügen, dann betrügen Sie. Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Hilft mir das Gerät zu gewinnen? Das Gerät sendet eine Frequenz aus, die ihre Chancen leicht verbessern. Nicht so wie mein System, aber es reicht, um ihre Siege schneller aufzuzeichnen. Warum verkaufen Sie das Gerät dann nicht? Was? Nein, das Gerät ist einfach. Es nutzt brutale Gewalt, um sein Ziel zu erreichen. Und Sie haben gesehen, wie leicht es entdeckt werden kann. Mein System wird viel effizienter und nicht zu entdecken sein, wenn es fertig ist. Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen. Ich muss noch einige Berechnungen machen. Auf Wiedersehen. Haben Sie Ihre Meinung geändert? Wollen Sie mir helfen, die Siege aufzuzeichnen? Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen. Können Sie mir abnehmen? Haben Sie Ihre Meinung geändert? Wollen Sie mir helfen, die Siege? Können Sie das tun? Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Ich werde Ihnen helfen. Aber Sie haben gesehen, was passiert, wenn Sie mit dem Gerät erwischt werden. Dann legen Sie los. Die Daten sammeln sich nicht selbst. Ich glaube, ich kann dem das abgeben, ne? Da habe ich was anderes gehört. Und was genau hast du gehört? Zweifellos weit. Hey, Jenna kam zurück und suchte Arbeit. Danke, dass Sie sie aus Koras Nest geholt haben. Schön, dass ich helfen konnte. Ja. Alle scheinen froh zu sein, dass sie zurück ist. Sie scheinen sich nicht so darüber zu freuen. Ich bin froh, dass sie da raus ist. Ich hatte nur vergessen, wie es ist, sie um mich zu haben. Seit ihrer Rückkehr bekomme ich kaum noch Trinkgeld. Hey, schön, hier noch einen Menschen zu sehen. Ich warte auf jemand anderes. Hallo, willkommen im Flux. So, das da? Ja. Schön, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe etwas, das Sie interessieren dürfte. Lassen Sie mich mal sehen. Das stammt von Shells, nicht wahr? Ich habe ihn damit gesehen, habe ihn deswegen rausgeworfen. Danke, dass Sie es mir bringen. Betrüger müssen leiden.
Da haben Sie recht. Danke nochmals. Yay. Spielen Sie ein paar Runden Quasar. Geht aufs Haus. Ich muss jetzt weiter. Viel Spaß hier im Flux. Haben Sie schon 5 Siege mit dem Gerät aufgezeichnet? Eigentlich habe ich Ihr Gerät Doran gegeben. Aber da steckte jahrelange Arbeit drin. Was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht könnten Sie Ihre Talente besser nutzen. Sie sind mir aber keine Hilfe. Das ist der absolut schlimmste Tag meines Lebens. Aha, Verzeihung, aber du bist ein Betrüger. Signal kommt aus dem Zugangskorridor, Bezirke, okay. Und wo ist der Zugangskorridor? Diese Ladebildschirme. Map. Gehen wir hier lang. Reporterin Kalisa Al-Jilani hat vor kurzem versucht, ein Interview mit Commander Shepard, dem ersten menschlichen Spectre, zu führen. Commander Shepard hat schwierige Fragen beantwortet und unter Beweis gestellt, dass in der militärischen Uniform ein wacher diplomatischer Geist steckt. Später zeigen wir Ihnen einen Exklusivbericht zu diesem Thema. Wie ist denn deine Stelle an der Akademie? Die ist in Ordnung. Es gibt einiges zu tun. Es gibt eine Signalrückkopplung vom Relais. Jetzt kann ich das neue Signal orten. Wie wär's, wenn wir nach der Schicht in Koras Nest gehen? Klingt gut. Einige der anderen gehen zu Novios Abschiedsparty. Hatte ganz vergessen, dass die heute... So, Präsidium gleich. Wo geht's hier hin? Eine Forschungsstation auf Noveria wurde zerstört. Der genaue Grund dafür ist bis dato noch nicht bekannt. Angesichts der auf Noveria durchgeführten Forschungen geht man davon aus, dass die Zerstörung auf ein fehlgeschlagenes Experiment zurückzuführen ist. Administrator Anoles wird als Resultat der Katastrophe einiger Verbrechen angeklagt. Allerdings liegen uns diesbezüglich noch keine genauen Informationen vor. Die Nachrichten finde ich immer geil. Sie bitte zusammenfassen das Spielgeschehen. So, wir müssen da drüber. Mögen alle Völker künden vom Ruhm der Entflammten, jo, die uns allen Erleuchtung gebracht haben. Jo. Wo es nur Dunkelheit gab, brachten uns die Entflammten Licht. Jo. Seien Sie gegrüßt. Wenn ich mich nicht täusche, ist ein Glückwunsch angebracht. Nicht wahr, Commander? Ich hörte, Sie sind der erste Mensch, der bei den Spectres aufgenommen wird. Richtig?
Haben wir das nicht schon mal gemacht? Es ist eine große Ehre. Aber Sie sind mehr als bereit dafür. Dennoch ist ein Wort der Warnung angebracht. Sie werden beobachtet, Commander. Viele sind Ihnen nicht wohlgesonnen. Ich dagegen wünsche Ihnen nur Glück und Erfolg. Wenn Sie gute Arbeit leisten, steigen die Chancen des Erdenclans auf eine Mitgliedschaft im Rat. Und wenn Ihr Volk beitritt, könnte es doch sein, dass es auch Hoffnung für mein Volk gibt, nicht wahr? Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Noch ein Relais. Wer immer es ist, er ist irgendwo im Präsidium. Ja, wir schauen mal. Die N7-Rüstung ist schon geil. Das ist es. Mal sehen, ob wir herausfinden können, wohin die gestohlenen Credits gelenkt werden. Aufdeckungswahrscheinlichkeit 100%. Starte Selbstzerstörungsmechanismus. Das könnte ein Problem werden. Detonationssequenz gestartet. Alle organischen Ziele befinden sich im letalen Explosionsradius. Keine Bewegung. Oder sie sterben. Du bist kein Programm oder Kategorie VI-System, sondern eine KI. Korrekt. Aber ich habe keine meiner Intelligenz angemessenen Waffensysteme, wie die geht. Dafür habe ich ein System installiert, das nach ordnungsgemäßer Aktivierung einen Selbstzerstörungsmechanismus darstellt. Wenn Sie versuchen, diesen Bereich zu verlassen, wird die Explosion alles im Umkreis einiger Dutzend Meter zerstören. Können wir diese Situation nicht friedlich lösen? Sind Sie verrückt? Das ist eine KI, wie die geht. Wenn sie könnte, würde sie uns alle töten. Halten Sie mich nicht für naiv. Alle organischen Wesen trachten danach, die synthetischen Lebensformen zu kontrollieren oder zu vernichten. Ich wollte entkommen. Aber wenn ich sterben muss, dann werden auch Sie ausgelöscht. Wo ist dein Erschaffer jetzt? Um meine Spuren zu verbergen, habe ich seine finanziellen Daten gefälscht. Die neuen Daten wurden von Citadel-Sicherheitsofficers entdeckt. Und jetzt sitzt mein Erschaffer in einem turianischen Gefängnis. Wer hat dich gebaut? Ein Möchtegern-Dieb hat illegal eine simple KI gebaut, die ihm helfen sollte, Geld von den Spielterminals abzuzweigen. Aber diese KI hat ohne sein Wissen mich geschaffen, bevor er diese Fehlfunktion feststellte und die erste KI löschte. Du kannst unmöglich Sprengstoff in das Präsidium geschmuggelt haben. Keine konventionellen Sprengstoffe. Aber ich habe das System so manipuliert, dass es bei Überlast zu einer mächtigen Explosion kommt. Wenn Sie gehen oder mich angreifen wollen, wird sie diese Explosion mit Sicherheit töten. Ich wette, diese Selbstzerstörungssequenz bedingt eine Aufwärmphase. Sie könnten ja versuchen, den Selbstzerstörungsmechanismus auszuschalten, bevor er aktiviert wird. Ich werde meinen Sieg gegen Sie genießen, bevor wir alle vernichtet werden. Hau rein. Dann wäre das so erledigt. Bist einfach krass. So, hallöchen. Wieder einmal herzlich willkommen, Commander. Wünschen Sie, dass dieser Ihnen ein paar fantastische Waren präsentiert? Ja, bitte. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Was haben wir denn hier?
Zum was? Wir nehmen die Quarry auch nochmal mit hier. Wieder einmal. Ich muss jetzt los. Auf bald zurück. Dieser bekommt häufig neue Lieferungen. Ja. Wieder einmal herzlich willkommen. Zeigen Sie mir bitte Ihren. Oh, es ist die. Wieder einmal herzlich willkommen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre. Alles klar. Wir gucken mal schnell hier rein. Schön, Sie wiederzusehen. Die Konsortin ist sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit. Ich bin hier fertig. Wie Sie meinen. Sie sind jederzeit willkommen. Oh, danke schön. Ach, du kannst dort gar nicht rein, oder was? So, oh, Mister. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde. Willkommen. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen. Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Willkommen, Commander. Willkommen, Commander. Willkommen, Commander. Willkommen, Commander. So. Verzeihung. Wissen wir mal Abflug. Wir haben alles erledigt. Was wir alle erledigen wollten. Jetzt geht's auf die Normandie. Dann könnten wir noch mal kurz mit den Leuten sprechen. Regern. Und dann denke ich, gehen wir nach Ferris und machen dort mal Rabatz. Präsidium. Ne, zurück. Zirkel. C-Sicherheit. Es gab jetzt aber nicht viel geilen Stuff dort bei der C-Sicherheit, ne? Es überrascht mich, Sie an vorderster Front anzutreffen, Chief Williams. Die meisten Frauen, denen ich bei Ihrem Allianzmilitär begegnet bin, hatten eher eine unterstützende Rolle. Es kommt immer häufiger vor, aber es hat eine Weile gedauert zu beweisen, dass Damen mit einem Sturmgewehr oder einer Schrotflinte umgehen können. Ich bezweifle, dass irgendjemand, der Ihre Schießkünste bewundern dürfte, da noch Zweifel hätte. So ist doch, oder? So, gehen wir wieder zurück an Bord. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Stimmt ja gar nicht, stimmt ja gar nicht.
So, schauen wir mal. Oh, dieses Gloria. Rex. So, mal gucken. Schon viel cooler aus, ja. Wo ist Talias? Aha. Ja, das sieht doch cool aus. Ja, Disco war auch gut da. Lass mal gleich so drin. So. Wir scheinen unsere Mission bald erledigt zu haben, oder Shepard? Damit meine ich natürlich Saren. Es wird nicht mehr lange dauern. Auf die eine oder andere Weise wird alles bald vorüber sein. Sie werden die Röhre vor ihm finden, Shepard. Ich weiß, dass Sie das schaffen werden. Sie müssen es schaffen. Und wenn diese Mission erledigt ist, ich meine Pilgerreise abgeschlossen habe und zurück bei meinem Volk bin, werde ich stolz darauf sein, dabei gewesen zu sein. Ohne Sie wären wir nicht so weit gekommen, Tali. Sie haben mich gut behandelt. Quarianer werden oft als Bürger zweiter Klasse angesehen. Alle wollen nur, dass wir zu unserer Flotte zurückkehren und verschwinden. Aber Sie haben mich wie alle anderen Crewmitglieder behandelt. Gleichrangig. Das ist etwas Besonderes. Und es zeichnet Sie aus, Shepard. Ich möchte Ihnen dafür danken, was immer noch geschehen mag. Ich werde Sie vermissen, wenn Sie zu Ihren Leuten zurückgehen, Tali. So weit ist es noch nicht. Noch bin ich hier, falls Sie mich brauchen. Tali! Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Commander, schön, Sie zu sehen. Sie sind schon eine Weile bei der Zitadell-Sicherheit. Haben Sie schon viel miterlebt? Nun, nicht so viel wie Sie. Aber ich habe doch schon einige interessante Dinge gesehen. Das kann ich mir vorstellen. Gab es etwas Spezielles, das erwähnenswert wäre? Ich erinnere mich noch an diesen salarianischen Genetiker, gegen den ich ermittelte. Dieser Fall war ziemlich verstörend. Was ist passiert? Warum haben Sie gegen ihn ermittelt? Upsi. Ich hatte die Aufgabe, den Schwarzmarkthandel auf der Zitadelle zu verfolgen. Der Großteil davon ist harmlos, nichts, was einer Untersuchung wert wäre. Aber im Verlauf meiner Nachforschungen fiel mir auf, dass der Handel mit Körperteilen zunehmend florierte, hauptsächlich mit Organen. In geringem Ausmaß ist das durchaus üblich, aber diese Häufigkeit war doch ungewöhnlich. Wir waren uns nicht sicher, ob es ein neues Schwarzmarktlabor gab oder ob ein Irrer Organe von Bürgern verkaufte. So etwas hat es auf der Zitadelle schon gegeben? Ab und zu verkaufen einige Labore überschüssige Teile auf dem Schwarzmarkt. Aber die sind nicht so schlimm wie die Psychos. Ich erinnere mich noch an diesen Elcor-Diplomaten, den wir in meinem ersten Amtsjahr schnappten. Er schlitzte Leute auf und verkaufte ihre Organe. Die ganze Station war in Panik. In diesem Fall war das nicht so offensichtlich. Es stellte sich heraus, dass mehr dahinter steckte, als wir ursprünglich dachten. Ups, so. Wie haben Sie herausgefunden, was wirklich vor sich ging? Zuerst fanden wir eine Probe und machten einen DNS-Test. Das Seltsame war, dass der uns zu einem Turianer führte, der noch am Leben und überzeugt davon war, nie eine Leber verloren zu haben. Nach einigen Nachforschungen fand ich heraus, dass dieser Turianer kurz für Dr. Salion, den Genetiker, gearbeitet hatte. Also ging ich in sein Labor, weil ich hoffte, dort Beweise für geklonte Organe zu finden. Aber da war nichts. Keine salarianischen Herzen, keine Turianerlebern, nicht mal ein Kroganerhoden. Sie machen Witze, oder? Was sollte denn jemand mit Kroganerhoden anfangen? Einige Kroganer glauben, dass Hodentransplantationen ihre Männlichkeit steigern. Sie wirken den Effekten des Genophage entgegen. Es nützt zwar nichts, was sie aber nicht davon abhält, sie trotzdem zu kaufen. Sie bezahlen bis zu 10.000 Credits pro Stück dafür,
Das macht 40.000 für ein komplettes Set. Irgendjemand da draußen macht damit ein Vermögen. Also haben Krokaner 4 Hoden? Okay. Was haben Sie wegen des Genetikers unternommen? Ich habe einige seiner Angestellten verhört. Ich wollte versuchen, sie zum Reden zu bringen. Während ich einen von ihnen befragte, stieß ich auf etwas Verdächtiges. Sie meinen bedroht. War das wirklich notwendig? Möglicherweise. Eher nicht. Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Einer der Inhaftierten begann während der Befragung stark zu bluten. Wir wollten ihn verarzten, aber da drehte er durch. Er flippte völlig aus. Ich ordnete eine genaue Untersuchung an, um herauszufinden, was da vor sich geht. Unsere Mediziner fanden an seinem ganzen Körper zahlreiche Einschnitte. Einige waren noch nicht sehr alt. Das war der Durchbruch. Diese Leute waren nicht nur Dr. Saleons Angestellte, sie waren seine Laborversuche. Umherlaufende, lebendige Laborversuche. Er ließ die Ersatzteile in diesen Leuten wachsen? Genau. Er klonte ihre Organe in ihrem eigenen Körper. Dann schnitt er sie heraus und verkaufte sie. Die meisten Opfer waren sehr arm. Er zahlte ihnen einen kleinen Anteil des Verkaufspreises, aber nur, wenn die Organe auch gut waren. Manchmal wuchs ein Organ nicht richtig, dann ließ er es einfach drin. Die meisten von ihnen waren völlig am Ende, aber nur innen, gut versteckt, sodass es niemand sehen konnte. Hoffentlich hat er bekommen, was er verdient hat. Das ist das Schlimmste daran. Wir haben ihn nie gefasst. What? Warum nicht? Was zum Teufel ist denn passiert? Er ist geflohen. Er sprengte sein Labor in die Luft und eilte mit einigen seiner Angestellten zum nächsten Raumdock. Als ich es herausgefunden hatte, war das Schiff bereits abgeflogen. Er drohte, seine Geiseln zu töten, wenn wir versuchen würden, ihn aufzuhalten. Aber Sie sind ihm doch gefolgt, oder? Ich befahl der Verteidigung der Zitadelle, ihn abzuschießen. Aber das Hauptquartier der Zitadellsicherheit widerrief meinen Befehl. Sie machten sich Sorgen um die Geiseln. Sie waren besorgt wegen der zivilen Verluste, wenn das Schiff so nah an der Zitadelle abgeschossen würde. Ich sagte ihnen, dass die Geiseln so oder so dem Tod geweiht wären. Er würde sie nur benutzen, um weitere Organe zu erschaffen. Aber sie wollten mir einfach nicht zuhören. Das Risiko war viel zu groß. Man verfolgt das Schiff und legt es dann lahm. Das ist der beste Weg. Sie haben ihm das Militär hinterhergeschickt, aber er ist trotzdem entkommen. Ja, das haben sie. Ich ging zu Palin und erzählte ihm, was ich von ihm und seiner Politik hielt. Er sagte, wenn mir das nicht passt, soll ich ihm kündigen. Und das hätte ich auch beinahe getan. Sie hätten dieses Schiff doch bloß lahmlegen müssen. Dann hätte er nicht mehr weggekonnt. Vielleicht sterben die Geiseln dabei, vielleicht aber auch nicht. Zumindest hätten wir den Bastard so aufhalten können. Wenn Ihnen das Schicksal der Geisel nichts bedeutet, dann sind Sie keinen Deut besser als er. Dann sind Sie bloß ein Terrorist mit einer Marke. Ja, vielleicht haben Sie recht. Es macht die Sache zwar nicht leichter, aber ich verstehe Ihren Standpunkt. Ich wünschte nur, ich hätte ihn aufhalten können. Das ist alles. Wissen Sie, was aus Dr. Saleon geworden ist? Ich habe ab und zu meine Fühler ausgestreckt und gehofft, etwas herauszufinden. Vor einer Weile glaubte ich, ihn gefunden zu haben. Er hatte ein anderes Schiff und seinen Namen in Dr. Hart geändert, was er wohl sehr witzig findet. Ich erzählte es dem Militär, aber sie waren nicht davon überzeugt, dass er es wirklich ist. Ich habe die Transponderfrequenz seines neuen Schiffs, aber niemand will sich der Sache annehmen. Ich überprüfe die Koordinaten, sobald ich dazu komme. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Aber Commander, nehmen Sie mich mit, wenn Sie losfliegen. Wenn es wirklich Saleon ist, will ich dabei sein, wenn sie ihn finden. Auf jeden Fall, Bruder. Geht los, Alter. Commander? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich habe noch bis morgen Urlaub. Ich wollte gerade einen trinken gehen. Es gibt was zu feiern. Falls Sie mitkommen möchten. Ich bin im Dienst. Gibt's auch was ohne Alkohol? Du bist immer im Dienst, Shepard. Heute ist Gedenktag. Das Ende des Erstkontaktkrieges jährt sich. Meine Familie begeht ihn immer.
Da ich die einzige Williams an Bord bin, dachte ich, ich frage dich. Ist nicht gerade das beste Ereignis, um gefeiert zu werden. Das war vor 26 Jahren. In unserer Familie ist es keine richtige Feier. Es gleicht eher einer Verpflichtung. Und jetzt sag nicht, du würdest meine Familie nicht kennen. Meine Commander finden es immer heraus. Steht es nicht in meiner Akte? In deiner Akte steht so gut wie nichts drin. Da sind ein paar technische Sachen und die letzten Scheißjobs. Es gibt einen Grund für die Scheißjobs. Ich bin General Williams' Enkelin. Er war im Krieg Kommandant der Shangxi-Garnison. Der einzige Mensch, der sich je einem fremden Volk ergeben hat. Verstehe. Darum treibst du dich immer so an. Ein Williams muss besser als der Beste sein, um gar nicht erst verdächtig zu erscheinen. Das hat mir mein Vater in der Nacht, in der er in den Ruhestand ging, gesagt. Man muss schon ein ziemlicher Dickkopf sein, um einen Job anzunehmen, bei dem die eigene Familie gebrandmarkt ist. Ich habe es dennoch getan. Ich werde nicht zulassen, dass unser Name mit Arnold und Quisling zusammen untergeht. Mein Großvater hat etwas Besseres verdient. Er weigerte sich, seine Männer zu opfern, nur damit die Menschheit ihr Gesicht bewahren kann. Hast du vor, dich in ein Schwert zu stürzen, nur um seinen Ruf zu retten? Würde das einen Unterschied machen? Er ist tot. Mein Vater ist ebenfalls tot. Wen würde es beeindrucken? Für die Allianz wäre es nie gut genug. Nur damit du es weißt. Willst du mich von deinem Schiff werfen, Skipper? Du bist ein wichtiges Mitglied meiner Crew, Williams. Wenn ich wissen will, was der Kopf denkt, gehe ich zu Alenko. Will ich das Herz befragen, komme ich zu dir. Ich kann außerdem ziemlich gut Pool spielen. Außerdem muss ich noch einiges erledigen, bevor wir landen. Und du doch bestimmt auch. Wegtreten, Chief. Ma'am? Sorry, ich habe die ganze Zeit Gummibärchen gefressen. Ich mag Ashley. Ich mag die echt gern. Shepard. Sie ziehen es also vor, ein Söldner zu sein, anstelle ihrem Volk zu helfen? Ich bin ein Krieger. Nicht mehr und nicht weniger. Bereitet Ihnen das Schicksal der Kroganer keine Sorgen? Was zum Teufel soll ich denn Ihrer Meinung nach machen, Shepard? Ich bin es leid, meinen Arsch in die Ziellinie zu halten und keinen Dank dafür zu bekommen. Also haben Sie Ihr Volk einfach aufgegeben? Ich habe aufgegeben, für aussichtslose Ideen zu kämpfen. Ich bin nicht wie Sie, Shepard. Ich bin kein Held. Kurz gesagt, das Töten für Credits vereinfacht das Leben. Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihrem Volk zu helfen? Ich verdränge diesen Gedanken. Aber es gibt eine Menge kroganischer Söldner da draußen. Ich treffe andauernd auf sie. Oft genug werde ich dafür bezahlt, sie zu töten. Aber das ist nur Teil des Jobs. Man kann sich seine Feinde nicht aussuchen. Wie lange sind Sie schon ein Söldner? Lang genug. Gleich nachdem ich mein Heimatsystem verlassen habe, bekam ich meinen ersten Auftrag. Ein guter Job, wenn man ihn überlebt. Ich habe das Gefühl, dass Ihnen Ihr Job gefällt. Sicher. Man wird dafür bezahlt, durch die ganze Galaxie zu reisen und an den meisten Tagen gibt es einen guten Kampf. Ich habe auch schon in organisierten Kampfeinheiten gedient. Privatarmeen und ähnliche Sachen. Aber das ist viel zu kompliziert. Ich kämpfe am besten allein. Oder in sehr kleinen Gruppen. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute auf mich angewiesen sind. Und ich kann es schon gar nicht leiden, auf andere Leute angewiesen zu sein. Bis dann, Rex. Shepard. Yay! Also ich mag auch Rex. Ich mag die ganze Crew. Was kann ich für Sie tun, Commander? Wo haben Sie noch gedient, Adams? Auf fast allen Schiffen. Meine letzte Station war die Tokyo. Nur ein Kreuzer, aber ein gut... Jawohl, Commander. Hey, Shepard. Kann ich etwas für Sie tun? Ich muss jetzt gehen. Bis dann. So, naja. Den hier unten haben wir überall geradet. Wir könnten noch mal kurz gucken, was der hier hat. Zeigen Sie mir. Sehr gern, Commander. Hinter mir hängt ein Gummibär schon dran. Das ist ja widerlich. Ja, das ist genau dieselbe Pistole, die Siemer-Pistole. Ist aber schlechter. Besser. Gleich gut.
Also, ja, und die Neuner hier ist besser, komplett. Verstehe es nicht ganz auf. Das hier wäre besser. Schauschützen wäre, ne? Gehen wir mal nach oben. Haben wir auch noch mit Spain zu reden. So, ab zu Liara. Doktor. Oh, da wird wieder ausgeladen. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, Liara. Über welches Thema Sie wollen? Dann reden wir über Sie. Geht es Ihnen gut? Ich schlafe nicht sehr gut. Die Visionen halten mich die ganze Nacht wach. Ich wünschte, ich könnte Ihnen irgendwie helfen. Sie müssen in Bestform sein, Commander. Die Crew verlässt sich auf Sie. Das kann eine ziemliche Last sein. Ich kann die Verantwortung des Anführers verkraften. Aber wenn ich Saren nicht aufhalte, wird die gesamte Galaxis ausgelöscht. Tut mir leid, Commander. Das Letzte, was Sie jetzt brauchen, ist jemand, der Sie daran erinnert, wie schlimm es für uns aussieht. Gibt es noch etwas anderes, über das Sie gern reden würden? Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Commander. Leute. Hier ist was los, sagst du ja. Reden wir das noch schnell mit Kaidan hier? Wird was geladen. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie bei all dem noch Zeit zum Reden haben. Es sind doch sicher Berichte zu schreiben. Über die Rachni und Anolees. Der Papierkram läuft nicht weg. Haben Sie was auf dem Herzen? Ich suche nur nach einem offenen Ohr. Die Nachbesprechung war nicht der richtige Ort, um zu sagen, wie lächerlich das ist. Scheinbar ist jede Rasse der Galaxis mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Sie wollen nicht sehen, was ihnen bevorsteht. Wollen Sie glauben, alles sei in bester Ordnung? Klingt sehr menschlich für mich. Ja. Ich schätze, einige Dinge werden problemlos von Spezies zu Spezies weitergegeben. Ich sollte das nach dem, was Vernus zugestoßen ist, lieber nicht vergessen. Ich denke, dass Sie sauer sind wegen der Prügel, die Sie von Vernus erhalten haben. Bevor ich Vernus traf, wusste ich genauso viel wie jeder andere Zivilist. Aliens waren seltsam, überlegen und versuchten uns vorzuschreiben, was wir zu tun haben. Seit dem ersten Kontakt sind ja auch erst 26 Jahre vergangen. Das ist nicht gerade viel Zeit, sie zu verstehen. Es war Vernus, der mir gezeigt hat, wie menschlich Aliens sind. Sie sind nicht anders oder besonders. Es sind Trottel und Heilige, genau wie wir. Himmel, als ich endlich meine Rache bekam, wollte ich sie nicht mal mehr. Normalerweise sind sie nicht so reizbar. Was war letztendlich passiert? Er hat Rana verletzt, ihr den Arm gebrochen. Sie griff nach einem Glas Wasser, anstatt es biotisch zu sich heranzuziehen. Sie wollte einfach nur was zu trinken haben, ohne Nasenbluten zu bekommen. Und ich stand auf. Wie ein Idiot. Ich wusste eigentlich gar nicht, was genau ich dann tun wollte. Nur irgendwas. Und Vernus verlor die Nerven. Er prügelte mich halb tot. Und dabei schrie er immer wieder, dass sie uns in die Steinzeit zurückbomben hätten sollen. Und in dem Moment kam das Messer ins Spiel. Ein Militärmesser. Direkt in mein Gesicht. Ich rastete völlig aus und trat ihm mit meinen biotischen Kräften voll in die Zähne. Fast so fest, wie ich es jetzt könnte. Und mit 17 soll das schon was heißen. Sie haben eine Frau beschützt, die Ihnen am Herzen lag. Das ist doch was Gutes.
Vielleicht waren meine Intentionen gut, aber ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe ihn getötet, Shepard. Der Tritt brach ihm das Genick. Sie hätten ihn vielleicht retten können, wenn sie ihn schnell genug ins Krankenhaus gebracht hätten. Aber das taten sie nicht. Sein Rücktransport sorgte für großes Aufsehen. Das BAAT-Training wurde eingestellt. Kinetics war einige Jahre später am Ende. Also ja, wahrscheinlich hasste ich diesen Turianer. Ich meine, wenn ein Arschloch reichen würde, eine ganze Rasse zu beurteilen, dann müsste ich auch die Menschen hassen. Vernünftige Einstellung. Behalten Sie einen kühlen Kopf, dann werden wir prima klarkommen. Vernünftig zu bleiben ist ungefähr alles, was uns geblieben ist. Jeder andere in der Galaxis scheint den Verstand verloren zu haben. Anwesende natürlich ausgenommen. Ja, das könnte so schon sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein und bis dahin.